Hallo, herzlich willkommen zur Präsentation des Engineering Workflows mit Caddison. Hier möchten wir Ihnen das Thema Verfahrensfließbild mit Caddison vorstellen. Mein Name ist Oliver Beck und ich möchte Ihnen einen Überblick zu den notwendigen Arbeitsschritten des Verfahrensfließbildes mit Caddison geben. Folgende Arbeitsschritte werden wir gemeinsam durchführen. Die Erstellung des Verfahrensfließbildes auf Basis des Grundfließbildes. Die Darstellung des Medienflusses und des Stoffstromes. Und die Festlegung der sicherheitstechnischen Einrichtungen. Nun erweitern wir das Verfahrensfließbild um zwei Pumpen. Wir sehen hier die Läuterbottiche und den Medienfluss zu den Gärtanks. Derzeit war eine Pumpe im Verfahrensfließbild verbaut. Mit einfachen Funktionalitäten können wir diese Pumpe kopieren und eine Bypass-Pumpenstation erzeugen. Somit sehen Sie jetzt auch, wie diese Pumpe an der Stelle an die richtige Stelle platziert wird, und im Anschluss gehen wir her und verbinden die Leitungsstränge mit der Ruderfunktion. Voreingestellte Funktionen ermöglichen uns, sodass der Medienfluss automatisch von Pumpe zu der nächsten Pumpe erzeugt wird. Auch im unteren Teil passiert dies anschließend. Nachdem wir die Pumpenstation erzeugt haben, können wir aus der Datenbankstruktur unsere Strukturierung mit einer logischen Anlage ergänzen. Caddison ordnet automatisch diese Anlagestruktur zu. Wenn wir die Pumpe editieren, sehen wir dann anschließend das zusammengesetzte Kennzeichnungssystem. Im nächsten Schritt können wir sehen, wie auch im PID-Designer, wie der für alle Module verfügbar ist, diese Elemente grafisch platziert werden können. Wir nehmen einen Beschriftungsblock aus unserer Vorlagedatenbank und beschriften die Pumpe in der verfahrenstechnischen Leiste. Mit der grafischen Auswahl wird dies sofort an der richtigen Stelle platziert. Somit ist unser Verfahrensfließbild fertiggestellt. Sie konnten in dem Video sehen, wie einfach Verfahrensfließbilder erstellt werden können. Die logischen Informationen sind immer aktuell. Querverweise sind zeichnungsübergreifend und konsistent. Es werden standardisierte Baugruppen verwendet. Das Verfahrensfließbild wird schnell auf der Basis des Grundfließbildes erstellt. Und das Anlagensicherheitskonzept wird einfach umgesetzt und kann ebenso einfach kontrolliert werden. Vielen Dank für Ihr Interesse am Thema Verfahrensfließbild mit Caddison. Wir möchten Sie an dieser Stelle einladen, sich noch weitere Screencasts des Engineering Workflows mit Caddison anzuschauen. Sprechen Sie uns an, um einen persönlichen Präsentationstermin zu vereinbaren.